Ja, nächster Vortrag, Roland Olbricht, hat Oberpass API zum ersten Mal auf der SOTTEM EU vorgestellt, hat dort für einiges Aufsehen gesorgt, sage ich mal. Im Publikum gab es einige sehr begeisterte Reaktionen und ja, ich wünsche viel Spaß mit dem Vortrag. Danke. Also ich denke, ich werde auf jeden Fall viel Spaß haben. Ich hoffe, ihr auch. Willkommen zur Overpass API, dem Datenbank-Backend für zum Beispiel den Novum Viewer, die Hotel- und Unterkunftskarte, den Linienbandgenerator, das Chosen Plugin Mirrored Download und den Service Permanent ID. Und zunächst einmal sollt ihr aber damit anfangen, für diejenigen, die jetzt nicht auf der SOTTEM waren, beziehungsweise überhaupt erstmal das Ding einzuordnen in das Ökosystem der OpenStreetMap Software. Und dazu nehmen wir uns mal das Beispiel hier, was ich gerade erwähnt habe, die Hotel- und Unterkunftskarte. Ihr habt das alle sicherlich noch im Kopf. Das Ding zeigt einerseits an eine Hintergrundkarte, die wird geladen von OpenStreetMap.org und dort bereitgestellt vom Renderer Mapnik. Das funktioniert auch wunderbar, aber diese Unterkunftskarte soll ja auch die POIs anzeigen und das möglichst dynamisch, so wie sie in der Datenbank eingetragen werden und nach Bedürfnissen des Benutzers. Und dies leistet Overpass API. Die POIs, die Features dynamisch, minutenaktuell, nach den Bedürfnissen der Anwendung des Benutzers bereitzustellen. Im Detail, Overpass API stellt eine eigene Abfragesprache bereit, um die OpenStreetMap-Daten effizient abfragen zu können. Es verwendet den öffentlichen Service planetopenstreetmap.org, um die minütlichen Updates, Frederik hat ja vorhin davon gesprochen, die minütlichen Updates einzubinden und ist typischerweise irgendwas zwischen 2 und 5 Minuten, vereinzelt bis 15 Minuten hinterher. Und selbstverständlich, wir sind hier auf der FOSGIS, gibt es die Software auch zum selber installieren als unter der GPL-Lizenz. Lässt sich installieren mit dem klassischen Dreikampf Configure, Make, Make, Install und hat dabei auch so moderate Hardware-Ressourcen, dass es sich benutzen lässt. Aber weil nicht jeder eine permanente Netzverbindung hat, gibt es das auch auf 2 Servern im Netz erreichbar und sogar auch mit ausreichenden Kapazitätsreserven. Einer davon ist overpass-api.de. So, die technischen Details habe ich mir erlaubt, breit im Tagungsband auszuwalzen. Und daher werde ich mich hier jetzt konzentrieren, um weitere Anwendungen zu stimulieren, auf die Schnittstelle für Clients, die ich anhand der Beispiele, die ich vorhin schon kurz angezeigt habe, vorstellen möchte. Das erste Beispiel war der Novum Viewer. Der Novum Viewer zeigt stellt für Großbritannien die Haltestellen dar. Das liegt daran, dass in Großbritannien viele Bushaltestellen aus einem Import geschaffen wurden und gab es das dringende Bedürfnis, diese Haltestellen nachträglich kontrollieren zu können. Was ist bei dem Import passiert, was müssen wir reparieren? Und dazu gibt es die Möglichkeit, dann alle Bushaltestellen sich anzuzeigen und rechts dann, wenn man eine Bushaltestelle anklickt, dann sieht man rechts hier die Tags, die zu der Bushaltestelle gehören. Gut, soweit keine spektakuläre Technik. Was passiert im Hintergrund? Das ist das, was mich jetzt interessiert. Die Overpass API wird hier benutzt, wird hier direkt angesprochen von dem Novum Viewer selbst. Und beim Novum Viewer spart man damit komplett die Datenhaltung über irgendwelche OpenStreetMap-Daten. Also tatsächlich so, dass der die Daten dynamisch von der Overpass API holt und keine Datenhaltung mehr selbst im Hintergrund betreiben muss. Insbesondere nicht das Problem hat, mit den minütlichen Updates umzugehen. So, wir schauen uns kurz an. Die Rückrichtung ist vom Format her wahrscheinlich relativ oder vom Format her gut bekannt. Zur Hinrichtung möchte ich jetzt hier was sagen. Das ist die Overpass QL. Eine typische Anfrage wäre in dieser Form hier. Gut, der Teil hier vorne ist einfach die Aufruf-URL und dahinter fängt dann die eigentliche Query an. Die kann auch direkt per HTTP-GET reingeschrieben werden. Und zwar wollen wir haben alle Nodes, die innerhalb der Bounding-Box liegen, die hier angegeben ist und die zum Key-Highway den Value-Bus-Stop haben. Und dann wollen wir diese alle ausgeben und zwar wollen wir nur ausgeben die
Geodaten und keine Versionsdaten. Für das Eintragen auf der Karte reicht das ja. Damit hat man die Geodaten und die Texte. Was man nicht hat, sind die Usernamen und die Timestamps, aber für das Anzeigen auf der Karte reicht das ja. Und es macht, Stichwort Effizienz, einen großen Geschwindigkeitsunterschied, etwa um den Faktor 3. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Das ist die Hotel- und Unterkunftskarte. Sieht erstmal sehr ähnlich aus. Der Unterschied liegt im Backend, nämlich bei der Hotel- und Unterkunftskarte wurde die Auslagerung sehr viel weiter getrieben. Hier macht die Hotel- und Unterkunftskarte nur noch relativ wenig, nämlich sie schiebt im Wesentlichen eine JavaScript-Datei oder eine Webpage mit einem JavaScript rüber an den Client. Und der Client fragt dann zwar die Icons noch von der Hotel- und Unterkunftskarte ab, aber der Client fragt direkt bei der Overpass-API an die Abfragen, die umzusetzen sind, und schickt OSM, XML zurück. Damit das geht, habe ich auf der Overpass-API die nötige Cross-Domain-Datei hinterlegt. Das heißt, es ist ausdrücklich ermuntert, dass eine Drittseite auch mehr oder weniger komplett den Client auf Overpass-API zurückgreifen lässt. Für mich ist es das, was so typischerweise in Web 2.0 unter Mesh-Up unterwegs ist, unter dieser Begrifflichkeit. So, und natürlich die Tiles, das sollen wir nicht unterschlagen, was ja auch den Großteil der Datenmenge ausmacht, aber eben gut vorhersehbar ist, werden vom Renderer Mapnik geliefert. So, auch da ist die Abfrage von Interesse. Die sieht nämlich erstmal spektakulär lang aus. Aber das ist nicht so schlimm, wie es aussieht, denn erstens, solche Abfragen, also die speziell hatte ich mir jetzt nochmal angeschaut, solche Abfragen auch in der Größenordnung haben Laufzeiten deutlich unter einer Sekunde, was sie also für so eine Anzeige in der POI-Karte gut brauchbar macht. Man macht das Ding auf, es zuckelt ein bisschen und dann hat es die Daten da. Und auch von der Struktur her ist es nicht so wüst, wie es aussieht. Ich habe versucht, über die Farben so ein bisschen deutlich zu machen. Im Grunde genommen wiederholen sich immer diese zwei Zeilen mit verschiedenen Werten für Tourism. Klar, hier werden für Tourism all die Werte abgeklappert, was als potenzielle Unterkunft in Frage kommt und kriegt dann sein entsprechendes Icon. Jetzt schauen wir uns mal an, was in so zwei Zeilen passiert im Einzelnen. Das ist, wir wollen erstmal wissen, alle Nodes, die ein Tag Tourism haben mit Wert Campsite innerhalb einer gewissen Bounding Box. Und die geben wir erstmal aus. Dann sind wir mit den Nodes fertig. Dann haben wir gesehen, Standardphänomen in den OpenStreetMap-Daten. Irgendwann wird es genauer. Statt einer Node ist ein Gebäudeumriss erfasst worden. Deswegen nehmen wir auch einen Way her, der einen Campsite ist. Oder ja, genau, der dieses Tag hat mit Wert, mit Key Tourism und Value Campsite innerhalb der Bounding Box und nehmen uns zusätzlich alle Nodes, die zu diesem Weg gehören, dazu. Sieht erstmal ein bisschen bürokratisch aus, hat aber den gleichen Grund wie die Tatsache, dass man bei diesem Out aussuchen kann, wie viele Daten man haben möchte. Es macht einfach einen erheblichen Geschwindigkeitsunterschied, diese beiden Sachen zu differenzieren. Und da das typischerweise die Anfrage von einem Programm geschrieben wird, ist es besser, die Anfrage ist ein bisschen länger, als die Antwort ist sehr viel langsamer. So, ein Detail, was man leicht übersehen könnte, sind diese Klammern drumherum. Diese Klammern drumherum weisen jetzt an, dass er nicht nur das letzte Ergebnis zurückgeben sollte, sondern im Prinzip beide Ergebnisse oder beide Teilergebnisse, die er hier gefunden hat. Hintergrund, warum das so formuliert ist, ist, ich habe mich entschieden, die Abfragesprache nicht deklarativ zu machen, sondern die Abfragesprache strikt imperativ zu machen, einfach weil jeder, der mit dem Programmieren angefangen hat, ist mit dem imperativen Paradigma in Kontakt gekommen. Und damit würde es in der Tendenz einfacher sein als eine fortschrittliche deklarative Syntax, die prinzipiell geht, aber die meisten Leute noch nie gesehen haben. Und das würde die Leute nur unnötig erschrecken. Deswegen imperativ, was passierte? Imperativ heißt es hier eben wirklich mit, führe diese Anfrage aus und merke dir alle Ways im Zwischenspeicher. Dann kommt eben die nächste Anfrage, die hängt ab davon, was im Zwischenspeicher steht. Finde zu den Ways im Zwischenspeicher die zugehörigen Nodes. Und dann muss ich ihm eben explizit sagen mit, merke dir außerdem, dafür sind die Klammern da, merke dir außerdem nach jedem Schritt, was im Zwischenspeicher angelaufen ist und sammle am Ende dieser Anweisung, also am Semikolon nach der schließenden Klammer, sammle alle Teilergebnisse, die bis dahin angelaufen sind. So, und das wiederholt sich dann für diverse Werte. So, das nächste Beispiel wäre der Linienbandgenerator. Wir arbeiten uns langsam zum komplizierteren. Das Ding ist tatsächlich von mir selbst und das Ding war auch der eigentliche Aufhänger, die Overpass-API
zu starten. Das ist mittlerweile ein bisschen in den Hintergrund geraten. Einige von euch, die vielleicht Erfahrung damit gemacht haben, mit ÖPNV-Daten in OpenStreetMap umzugehen, ist sehr, sehr hartes Brot. Da werden Schlachten über das richtige Taggen leider mit in der Größenordnung von Glaubenskriegen ausgetragen. Deswegen ist das so ein bisschen bei mir ins Hintertreffen geraten. Wir wollen aber zurückkommen zu diesem Linienbandgenerator, der hat etwas andere Anforderungen. Zunächst einmal ähnelt es ein bisschen dem Novum Viewer. Die Architektur, die ich gewählt habe, ist, dass der Linienbandgenerator zunächst einmal als Serverkomponente mit der Overpass API kommuniziert und der Client keinen direkten Kontakt hat zur Overpass API. Hintergrund dafür ist, was läuft hier ab? Der Client stellt die Anfrage mit, gib mir die Buslinie 630 im Netzwerk VRR. Und der Linienbandgenerator macht daraus eine Anfrage, die er an Overpass API stellen kann. Das ist dann diese hier. Und diese antwortet dann mit dem nötigen OSM-XML, also mit so wenig Daten, dass der Linienbandgenerator daraus problemlos das gewünschte Linienband erzeugen kann. Auch hier ist es noch so, dass die gesamte Abfrage typischerweise unter 10 Sekunden dauert, was schon ein bisschen mehr Zeit ist, aber was für die meisten Anwendungen, wenn man sich überlegt, eigentlich ist ja die Idee, mit sowas auszudrucken und es sich an die Haltestelle zu hängen und dann sind die 10 Sekunden eigentlich schon eine akzeptable Zeit. Zumal es, wenn man ein komplettes Indie-Netz machen würde, würde es schneller laufen, denn wir haben hier ganz starke Caching-Effekte drin. Und beim Abfragen von einem Indie-Netz würde ich die immer gleichen räumlichen Teile abklappern und würde dann davon profitieren, dass die auf dem Server gecached worden sind. Aber gut, kommen wir erstmal lieber zur was zu tun ist und wie es schnell geht, ist dann eigentlich doch zweitrangig. Was zu tun ist, ist eben jetzt schon wieder deutlich komplizierter. Und da wird auch klar, warum man nicht einfach nur fragen können möchte mit gib mir alle Elemente in diesem und jenem Tag. Wir wollen erstmal alle Relationen haben. Alle Relationen, die das Netzwerk VRR haben und ref gleich 630, würde erstmal fragen jetzt, warum eigentlich alle? Und dazu schaut man mal im Detail hin und sieht hier diese Abzweigung. Es gibt mittlerweile und glücklicherweise auch erfreulicherweise unter all den Fraktionen eigentlich Konsens darüber, dass Abzweigungen in getrennten Relationen getaggt werden. Das heißt also, eigentlich gibt es hier vier Relationen. Die eine läuft vom Schulzentrum Süd nach Imre Siepen, die zweite läuft vom Imre Siepen nach Schulzentrum Süd zurück, die dritte läuft vom Schulzentrum zur Schenkstraße und die vierte zurück. Und deswegen muss ich erwarten bei so einer Anfrage, dass ich mehrere Relationen zurückbekomme und damit dann auch umgehen. So, danach möchte ich natürlich zu der Relation alle zugehörigen Nodes haben. Dann habe ich also alle Haltestellen im Zwischenspeicher. Dann fange ich wieder an zu sammeln, alles was mich interessiert. Jetzt möchte ich gerne alle Nodes haben, die einen Key Railway haben und die von den schon bekannten Nodes einen Abstand haben von höchstens 300 Metern. Oh, da fehlt ein, na doch, ist da. Die von den schon bekannten Nodes einen Abstand von höchstens 300 Metern haben und das wiederhole ich dann nicht nur für Railway, effektiv soll das Ding vor allen Dingen Railway Station einfangen. Aber die False Positives sind dann meistens interessanter. Railway gleich irgendwas, Railway gleich Tippfehler, ist meistens ist es besser, Railway gleich Tippfehler mit dabei zu haben, als eine obskure Node, die nur Railway gleich irgendwas hat, die es glücklicherweise kaum gibt in der Datenbank. Gleiches Spielchen mit Highway, Public Transport, Amenity Ferry Terminal. Man könnte sich eben hier noch mehr vorstellen. In der Praxis ist das hier auch einstellbar unter den Optionen für den Linienbandgenerator. Da könnte man nach Lust und Laune was einfügen und ein enthusiastischer Italiener, Tiziano D'Angelo, hat auch schon mal experimentiert und da unter anderem dann auch Bahnhöfe, P&R-Parkplätze und boah, ich weiß gar nicht, was er noch drin hatte, alles Mögliche sich reingesetzt, was dann eben zusätzlich als Umsteigemöglichkeit hier in dem Diagramm vermerkt würde. Gut, wenn wir dann all diese Nodes gesammelt haben, dann wollen wir eben nicht nur die Nodes haben, wir wollen ja die Umsteigeverbindungen haben. Deswegen holen wir uns zusätzlich alle Relationen, die irgendeine dieser Nodes als Mitglieder haben. Wenn man sich also jetzt vorstellt, wenn man einfach mal versucht, das in natürlicher Sprache zu formulieren, wir wollen also alle Relationen, die eine Node als Mitglied haben, das in der Nähe einer Node liegt, die zu der ursprünglichen Relation gehört, dann kann man sich an der Länge dieses sprachlichen Satzes schon klar machen, dass man eben wirklich durchaus eine etwas größere Abfragesprache braucht.
Und auch hier brauchen wir nur die normalen Geodaten. Die Versionsdaten oder auch Metadaten, wie ich sie gerne nenne, und von einigen Leuten wird der Ausdruck nicht so gemocht, spielen jetzt gleich im nächsten Beispiel rein. Das ist dann nämlich das JOSM-Plugin Mirror Download. Das ist entstanden, weil ich beim Versuch in Bonn, die Buslinien zu bearbeiten, festgestellt habe, dass es war einfach nicht möglich, das Stadtgebiet Bonn vom Hauptserver zu laden. Es war also effektiv nicht möglich, bei den längeren Buslinien den kompletten Linienweg in einem Rutsch oder überhaupt irgendwie in JOSM reinzukriegen von der Main-API. Und deshalb habe ich hier in die Trickkiste gegriffen und gesagt, im Grunde genommen, wenn das Ding nur ein paar Minuten hinterher ist und ich sowieso ein paar Minuten zum Bearbeiten brauche, dann ist es auch egal, dann kann ich auch 2-3 Minuten alte Daten nehmen und die editieren. Und deshalb dieses Plugin geschrieben, das es jetzt ermöglicht, die Daten, statt sie vom Main-Server zu holen, sie von der Overpass-API zu holen. Es hat den Vorteil bei großen Daten, die man einsammeln will, dass man etwa 3 bis 8 Mal schneller ist. Das heißt also, typischerweise bei sowas wie dem Norden von Bonn, wo die Main-Datenbank dann durchaus schon mal sowas wie 8 Minuten braucht, eine Zeit, in der ich es leider schon eher schaffe, 2 Kaffees zu trinken. Ich muss mir das mal dringend abgewöhnen mit dem Kaffee. Das reduziert sich dann auf unter 1 Minute, was für meine Koffeinsucht sehr gut ist, weil da nämlich kein Kaffee mehr reinpasst. Und genau, und dafür brauche ich aber nun, weil ich ja die Daten editieren will, auch die Versions- oder Metadaten. Und das geht erfreulicherweise in der Abfragesprache sogar auch einfach. Ich muss nämlich einfach nur das Vorkommen von out ersetzen durch out-meta. Das heißt, ich könnte mir auf dem Wege auch nur das Busnetz von Bonn runterholen. Haben wir ja gerade gesehen, dass wir durchaus in der Lage sind, das Busnetz einer Stadt zu kriegen. Beim Abfragebeispiel für den Linienbandgenerator. Da können wir jetzt gleich mal zum letzten Beispiel übergehen. Das ist der neue Service zur Permanent ID. Der ist jetzt speziell entstanden zum Lizenzwechsel. Da gab es einige Zeit eine längere Diskussion darum, ob man nicht ganz viele tote Links im Wiki hinterlässt, wird man auch, mit Relationen, die dann wegfallen und remapped worden sind. Und dann steht im Wiki, steht ganz oft hardcodiert der Verweis auf die Relation XY, zum Beispiel jetzt hier bei der A44, dass das auf die Relation mit der Relation ID 21007 geht. Und wer weiß, ob es die ID überhaupt noch gibt, weil die wahrscheinlich dann von irgendeinem anderen Mapper oder von irgendeinem Nicht-Zustimmer bearbeitet worden ist, was bei langen Autobahnrelationen sehr, sehr schnell geht. Und vermutlich aber von irgendeinem anderen Mapper möglicherweise in der Zwischenzeit schon neu erfasst worden ist. Nur der Link bleibt dann einfach im Wiki stehen. Das ist unpraktisch bis nervig und wer weiß, was für einen verheerenden Eindruck tote Links nach außen machen, auch sehr unschön. Dagegen hilft jetzt dieser Service, indem man statt nach IDs zu fragen, lieber fragt nach, gib mir alle Relationen, die zur A44 gehören. Dazu wird realisiert, im Wiki steht nachher nur noch ein Template. Das kann man sich zum Beispiel jetzt eben auf der Autobahnseite anschauen. Ich glaube, da steht auch die URL, genau. Das ist einfach zu finden unter Wiki Autobahn. Und da beim Abschnitt zur A500 bis A599 ist dann das entsprechende Beispiel auch bereits zu finden. Da ist dann einfach nur noch dieses Template eingebunden. Das Template erzeugt einen Link, der auf die Overpass-API führt, die daraus eine Weiterleitung erstellt, die auf die jeweils richtige Relation verweist. Also im Detail. Das Template wird umgesetzt auf diesen Link hier. Neu ist jetzt gegenüber den vorherigen Teilen der Teil mit OutCustom. Mit OutCustom verändern wir das Ausgabeformat. Uns ist ja jetzt nicht geholfen, wenn wir die XML-Daten kriegen, sondern wir wollen ja eine hübsche Seite haben, auf der der Benutzer sehen kann, was in der Relation drin steht. Und deswegen dieses OutCustom sorgt dafür, wenn es ein eindeutiges Objekt gibt, dann wird das aufgelöst zu einem direkten Link, der als Weiterleitung zurückgegeben wird. In diesem Fall die Relation 23.092. Und das würde sich dann eben, ohne dass man das Wiki ändern muss, automatisch aktualisieren, wenn hier jemand eine neue ID einsetzt, weil das hier jeweils dynamisch bestimmt wird. Und wenn es mehrere Ergebnisse gibt oder keines, dann würde Overpass API eine Auswahlseite darstellen. Wir haben ganz am Anfang hatten wir ein Beispiel dafür gesehen. Müsste ich nochmal eben zurück. Hätte es vielleicht doch einfach 2-mal einbinden sollen. So.
Das sieht dann ungefähr so aus. Also im Prinzip, er zeigt dann so ein bisschen im Stil einer Suchmaschine an, mit mehrere Resultate gefunden, hier für die Linie 63 zum Beispiel. Und würde dann zu jeder Relation anzeigen in einer relativ hässlichen Karte. Zielsetzung davon bei dieser relativ hässlichen Karte war mit, man soll sehr schnell erkennen können, wo Teile der Relation liegen. Ziel war nicht, irgendwie eine besonders hübsche Karte zu schaffen, weil das können andere Leute besser. Und da reiße ich mich nicht drum, das ästhetisch anzubieten. Und im Prinzip, dieser Service Permanent ID zeigt also dann diese Auswahlseite, und die dann wiederum als Links die entsprechenden Weiterleitungen auf die OSM MAME API enthalten würde. So, damit bin ich mit den Beispielen eigentlich auch schon so gut wie durch. Hier kann man vielleicht noch erwähnen, es gibt außerdem OutXML, das ist das Standardformat, was ich bisher immer verwendet habe, was XML zurückgibt. Gibt es auch noch ein OutJSON, das ist auch auf Anregung, genau, das ist auch auf Anregung von Benutzern eingerichtet worden. Das gibt dann statt XML gibt es ein JSON-Format zurück. So, und dann können wir jetzt dazu kommen, zu dem, was ich auch versprochen habe. Es ist nämlich leicht, eine eigene Instanz zu installieren. Und der beste Weg, das zu zeigen, ist, indem man die Anleitung auf eine Folie packt. Wir haben hier ein Configure Make Make Install, das die Sache in drei Zeilen erledigt. Und zur Inbetriebnahme muss ich im Prinzip nur einmal einen Planet einspielen. Das sieht ein bisschen harmloser aus, als es ist, weil den Planet einzuspielen dauert ungefähr alles zusammen 36 Stunden. Da ist aber das Indizieren bereits mit eingerechnet. Das heißt also, 36 Stunden, nachdem ich diesen Befehl abgesetzt habe an der Konsole, habe ich auch eine einsatzfähige Datenbank. Das ist, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Sachen oder im Vergleich mit anderen Dingen, wie zum Beispiel jetzt der, ich muss einmal zu einem Ende kommen. Wenn man es mit anderen Sachen vergleicht, die typischerweise einige Tage brauchen zum Einspielen, ist es, denke ich, eine akzeptable Zeit. Und es wird demnächst auch eine Lösung geben, an der ich gerade arbeite, dass es in unter 12 Stunden geht und wahrscheinlich in 6 bis 8 Stunden, je nach Internetverbindung, indem man einfach die Datenbank von der bestehenden Instanz klont. Lizenz habe ich schon gesagt, GPL. Dann weise ich noch kurz auf die Dokumentation hin. Unter Overpass API gibt es momentan eine kleine Baustelle. Als ich einen Vortrag vorbereitet habe, habe ich festgestellt, dass die Dokumentation hoffnungslos veraltet ist. Habe jetzt angefangen, eine neue Seite zu schreiben. So eine Dokumentation schreibt sich nicht von selbst. Das sei auch nochmal als Lob angedacht an alle anderen Leute, die ihre Projekte sorgfältig dokumentieren. Ich bin darum bemüht, schaffe es aber nicht immer. Weswegen ein Großteil der Dokumentation sich einfach auch hier befindet, weil ich da einfach schneller mal einen kleinen Kommentar einfüge, als hier zu aktualisieren. Es lohnt sich also, auf beiden zu gucken. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Roland, vielen Dank für den Vortrag. Fragen aus dem Publikum? Ich habe sogar gleich zwei Fragen. Fangen wir mit der ersten an. Dieses 3 bis 8 Mal schneller beim Abrufen von der Bounding Box, ist das eine Eigenschaft der API oder ist es eine Eigenschaft, die daher kommt, dass du das Ding im Moment alleine dafür benutzt? Das eine hängt natürlich mit dem anderen zusammen, das lässt sich nicht ganz trennen. Also wir haben zurzeit etwa 50 Leute, die es benutzen, mit ungefähr 150 Anfragen pro Tag. Das ist natürlich eigentlich immer noch alleine. Aber man müsste mal sehen, was unter Last passiert. Aber momentan, wer es jetzt benutzt, hat fürs nächste Jahr noch ganz gute Chancen, bis es einen hohen Bekanntheitsgrad hat, auch von dem Geschwindigkeitsvorteil zu profitieren. Ich möchte keine Performance versprechen, die ich nicht getestet habe. Auf synthetischen Daten verhält es sich gut, aber synthetische Daten sind synthetische Daten. Echte Daten sieht man erst, wenn die Leute es benutzen. Okay, und dann hätte ich noch eine Frage. Du hattest 36 Stunden mit dem BZIP2-Import. Hast du schon mal drüber nachgedacht, PBF zu implementieren? Weil so nach meiner Erfahrung geht bei dem Importer, den ich ja für die History-Dumps gemacht habe, geht ungefähr die Hälfte der Zeit allein für das Entpacken von dem BZIP2 drauf, auch wenn man es parallel macht. Und es ist mit PBF einfach fast doppelt so schnell. Hast du da mal versucht, das einzubauen? Drüber nachgedacht, ja. Versucht, es einzubauen, nein. Nachgemessen, ob es was bringt, auch. Von den 36 Stunden gehen nur etwa 8 Stunden für das Lesen von dem BZ-File drauf. Und klar, man könnte die 8 Stunden auf bis zu 0 reduzieren, aber also theoretisch auf bis zu 0. Ich weiß nicht, wie schnell PBF wirklich ist. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht die Dokumentation zu der PBF-Bibliothek verstanden.
Das heißt also, wenn jemand sagt jetzt mit, hier, ich kenne PBF und ich bin gerne bereit, das zu unterstützen, dann würde ich es auch einbauen. Gut, super. Weitere Fragen? Kannst du ein bisschen mehr zu deiner Mikro-Uhr erzählen? Kannst du ein bisschen mehr zu deiner Architektur erzählen? Also was für Datenbanken oder benutzt du Datenbanken? Wie sehen die aus? Also zwei Sätze dazu kann ich jetzt sagen, weil sonst kriege ich das Mikro über die Rübe geschlagen. Und ganz viel dazu kann ich in der nächsten Kaffeepause sagen. Ich hatte ursprünglich mit MySQL als Datenbank experimentiert. Das ist mutterseelenlangsam. Deswegen gibt es jetzt ein eigenes selbstgeschriebenes Backend, was die Charakteristika von Geodaten ausnutzt. Details stehen kann ich gerne angeben, stehen aber auch im Tagungsband. Habe ich mich auf mehreren Seiten im Tagungsband zu ausgelassen. Und verwendete Programmiersprache, ja, irgendjemand wird gequält lachen, weil ich, glaube ich, 14 Seiten verbraucht habe. Tut mir ein bisschen leid, aber manchmal muss man viel zu sagen. Und zu was in der Software läuft, das ist C++. Auch das liegt daran, dass es gegenüber Java etwa einen Geschwindigkeitsvorteil von den Faktor 4 hat, was daher rührt, dass das ist ein Fall, der extrem anfällig ist für eine schlechte Garbage-Collection-Strategie, die einem da auch auf die Füße fällt und die deswegen diesen großen Geschwindigkeitsunterschied begründet. Und das ist prinzipiell auch nicht zu erwarten, dass sich das ändert, weil man wird wohl nie in Java die Garbage Collection aus Performance-Gründen wieder ausbauen. Wäre auch Schwachsinn nebenbei bemerkt. Ganz kurz, von mir aus noch eine Frage. Also bei diesem Mirrored Plugin gibt es ja das Problem, wenn man halt runterlädt und editiert und dann sofort wieder hochlädt und dann aktualisiert, dass er dann das noch nicht aktualisiert hat auf dem Overpass-Server und man hat halt die alte Version wieder. Gibt es da zu dem Problem schon eine Lösung? Ich fürchte, das Problem wird nicht ohne weiteres lösbar sein, weil ja im Prinzip muss der Edit dann ja schon durch eine ganze Kette durch. Der Edit muss auf dem Minuten-Differenz-Server ankommen. Das dauert per se schon mal etwa eine Minute, weil er im Prinzip nur im minütlichen Update herausgegeben wird und ich muss das Ding einspielen. Das heißt, selbst im günstigsten Fall würde es 1,5 bis 2 Minuten dauern. Realistischerweise dauert es 15 Minuten ist eine gute Zeit zum Rechnen, bis es einmal rum ist. Man könnte es von den 15 Minuten sicherlich auf 5 Minuten runterkriegen, wenn man in die Trickkiste greift. Aber unter die 5 Minuten ist es fürchtlich prinzipbedingt nicht zu kriegen. Also nicht mit minütlichen Updates, da bräuchte man dann Change-Files alle 10 Sekunden, was auch mal angedacht worden ist, aber bisher nicht verfolgt worden ist von der Foundation. Vielen Dank, Roland. Ja. Wir müssen...